Auch stark, LCQS unterstrich unterstrich hat einen Sub gegiftet an LCQS. Er hat also quasi einen Sub gegiftet an seinen eigenen Account. Yo, perfekt, Digga. Wer kennt sich? Die guten alten zwei Accounts mit zwei Subs. Klar, normal, Digga. Ey. Bro, manche Leute haben auch einfach genug Geld. Zum Beispiel ist mir heute aufgefallen, dass ich bei meinem Apple-Account nicht eingeloggt war, sondern bei dem von meiner Mom, seitdem ich mein neues Handy habe. Weil mein altes ist ja kaputt gegangen. Das heißt, ich habe seit 2 Monaten jede Woche 5 Euro bezahlt für eine fucking Wer würde eher App. Nee, nicht Wer würde eher. Hast du schon mal, wie heißt dieses Never Have I Ever? Dicker, pro Woche 5 Euro für Premium, Junge. Vor allem, ich habe auch noch mal irgendwann im Stream gesagt, ich meine so, welche Idioten kündigen das nicht direkt? Junge, ich selber einfach. Bruder, ich logge mich heute so ein, ich sehe so, also ich bin so in meine E-Mail gegangen, deswegen bin ich drauf gekommen überhaupt. Ich bin so in meine E-Mail gegangen, dazu mal gucken, ich checke halt super selten meine E-Mail so. Also meine private so, nicht die Business, die macht Lena. Und dann sehe ich so, deine Rechnung von Apple. Und dann denke ich mir so, ich habe nichts gekauft. Gehst du drauf? Ja, perfekt. Bestellt bei iTunes Store. Gesamtkosten 4,99. Artikel, ich habe noch nie. Ah, top. Chillig, Junge. Premium Subscription 7 Tage wird am 5.7. verlängert. Ah, optimal, Digga. Perfekt. Chillig.